Willkommen zur neuen Wochenschau. Unsere Themen heute: Kretschmers Verlogenheit, AfD will Lanz Pflegegeld einführen und AfD-Anfrage zur Frühsexualisierung. Wie schätzen Sie Michael Kretschmers jüngste Ausfälle gegen die AfD ein? Ja, man könnte sagen, die CDU befindet sich inzwischen im Panikmodus. Herr Kretschmer hat auf einer Mittelstandsveranstaltung in Chemnitz letztens vorgetragen, dass die AfD eine Partei sei, die mit Rechtsstaatlichkeit und mit Meinungsfreiheit nichts am Hut hätte. Frecher kann man eigentlich politisch kaum noch auftreten. Die CDU ist eine Partei, die mit der Grenzöffnung seit 3 Jahren Recht bricht, jeden Tag. Diese Rechtsbrüche werden natürlich auch von der sächsischen CDU mitgetragen. Sie wurden im Bundestag, als Herr Kretschmer noch Generalsekretär war, auch von ihm mitgetragen. Also eine Partei der Rechtsbrüche wirft anderen vor, etwas gegen Rechtsstaatlichkeit zu haben. Und bei der Meinungsfreiheit wird es natürlich ganz interessant. Wer schränkt denn heute die Meinungsfreiheit ein? Es sind die Medien, es ist die CDU und es sind insbesondere Politiker der CDU, die den Menschen auf der Straße heute ihr Recht auf freie Meinungsäußerung absprechen wollen. Im Zusammenhang mit Chemnitz wurden friedliche Demonstranten eines Trauerzuges als Rechtsextremisten bezeichnet, als Nazis bezeichnet und in eine Ecke getrieben. Das Perfide an diesem Vorgehen ist: auf diese Art und Weise will man den Leuten ihr verfassungsmäßiges Recht auf Demonstrationsfreiheit streitig machen. Man will es ihnen unangenehm machen, auf die Straße zu gehen. Sie sollen sich schämen, wenn sie auf die Straße gehen. Das ist die Beeinträchtigung von Meinungsfreiheit, wie wir sie heute erleben, von den Medien und auch von der CDU. Deshalb, Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit gibt es mit der AfD. Bei der CDU muss man sehr große Fragezeichen dran machen. Warum will die AfD ein Landespflegegeld einführen? Ja, der politische Ansatz unserer Fraktion ist Einführung eines Landespflegegeldes, weil wir die Pflege von Angehörigen honorieren wollen. Wir erleben derzeit in Deutschland eine Debatte: zu wenig Pflegekräfte, schlechte Pflege in Heimen. Wir brauchen Zuwanderung in diese Bereiche. Wir verfolgen einen anderen Ansatz. 41% aller Pflegebedürftigen in Sachsen werden von Angehörigen zu Hause gepflegt. Häufig ist es eine Ursache, diese Pflege nicht durchführen zu können, dass es einerseits an Vereinbarkeit von Pflegetätigkeit und Berufen fehlt, aber dass auch die eigenen finanziellen Mittel nicht ausreichen, sich zeitweilig aus dem beruflichen Leben herauszunehmen. Deshalb der Ansatz unserer Fraktion, eine finanzielle Unterstützung dieser pflegenden Angehörigen, weil die pflegenden Angehörigen die Rückgrat der Pflegelandschaft in Deutschland sind. Die AfD-Fraktion hat die Staatsregierung zu ihrer Sexualpädagogik befragt. Was sind die Ergebnisse? Wir als AfD wollten von der sächsischen Staatsregierung wissen, inwieweit in Sachsen Frühsexualisierung in Kindertagesstätten und in Schulen stattfindet. Genau aus diesem Grund haben wir eine große Anfrage an die Staatsregierung gestellt. Die Ergebnisse sind leider erschreckend. Offensichtlich hat die Staatsregierung kein Interesse daran, zu verfolgen, in welcher Form Sexualkunde und Frühsexualisierung in Schulen und Kitas stattfindet. Es gibt erstens keine Altersbegrenzung in Sachsen für sexualpädagogische Projekte, weder in Kitas noch in Schulen. Es gibt keine staatlichen Kontrollen über diese Projekte. Es gibt keine staatliche Kontrolle darüber, wer und was vermittelt wird. Es gibt auch keine Evaluierung der Sexualerziehung in Sachsen. Auch dort wird den Schulen und den Lehrern freie Hand gegeben. Das führt dazu, dass finanziert mit Steuergeld linksgrüne Ideologen aus diversen Vereinen in der Schule unterrichten dürfen. Vereine wie Different People e.V. oder Rosalinde e.V. oder Gerede e.V. Die Kinder werden dort von diesen nicht pädagogischen Gruppen bekannt gemacht mit Gender Mainstreaming, mit schwul-lesbischer Lebensart oder eben auch mit verschiedenen Sexualpraktiken. Die Landesregierung hat darüber keine Kontrolle und keinen Überblick. Und an dieser Stelle muss ich sagen, die CDU hat sich früher und heute noch versucht, sie es gern als konservative Partei verkauft. Eine Partei, der es egal ist, in welcher Form Sexualkunde und Frühsexualisierung stattfindet, in den Schulen und in den Kitas, das ist für mich keine konservative Partei mehr. Wir werden dieses Thema weiterverfolgen und wir werden auch offenlegen, was inzwischen in Sachsen Schulen und Kitas passiert.